Moin. So, erste Nacht haben wir gut überstanden, trotz Regen und Sturm auf dem Parkplatz. Und jetzt sind wir quasi gerade auf dem Weg nach Wellington Stadt, also beziehungsweise einmal in die Stadt rein. Also wir haben ja direkt neben dem Te Papa Museum geparkt, auf so einem Parkplatz, der auch empfohlen wurde tatsächlich für Camper. Mit Regenjacke ausgerüstet sind wir, glaube ich, ganz gut dabei heute. Es wird immer mal wieder regnen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen einen Moment erwischt, wo das nicht ganz so viel ist. Und von daher machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg, spazieren ein bisschen durch die Stadt, kaufen dann noch ein paar Sachen ein. Und wenn zum Nachmittag in das Wetter schlechter werden soll, dann hatten wir gedacht, können wir dann immer noch in das Te Papa Museum halt rein. Da ist das von dem Wetter ja nicht ganz so abhängig. Genau, deswegen werden wir einfach von später nochmal berichten und marschieren jetzt erstmal los. Bis später! Da stehen wir. Moin. Heute Morgen standen wir noch dort drüben. Und als wir heute Morgen rausgeguckt hatten aus dem Fenster, waren die Hälfte der Campingplatz oder der Campingwagen Parkplätze frei. Deswegen haben wir heute Morgen direkt einfach umgeparkt. Inzwischen seht ihr ja, ist das hier alles schon wieder besetzt. Das sind die offiziellen für den Campingwagen. Und das alles eigentlich nur für Autos. Aber es sind halt auch nicht nur Autos. Genau, also hier ist jetzt alles voll. Es ist jetzt irgendwas gleich bei 8:30. Und die Kleine schläft schon. Der Große kriegt gerade noch ein, zwei gute Nachtgeschichten. Und ich gehe jetzt hier gerade noch mal kurz zur Toilette, bevor es gleich im Camper sich eingeschlossen wird. Wir haben ja theoretisch eine Toilette an Bord. Und für Naturcampen, freie Campingplätze und so weiter ist das auch super. Aber gleichzeitig gucken wir halt eigentlich, wenn wir trotzdem die Möglichkeit haben, irgendwie eine öffentliche Toilette zu nutzen, dass wir das dann halt machen. Und jetzt gibt es hier das Te Papa Museum, ist das Gebäude dort. Da gibt es halt eine öffentliche. Allerdings ist ja da auch seit 18 Uhr zu. Und dann gibt es darüber hinaus halt da hinten noch eine. Die ist allerdings geschlossen, out of order. Und dann gibt es hier bei diesem Gebäude halt auch noch eine. Es ist jetzt hier vielleicht nicht so der bequemste Spazierfahrt für mitten in der Nacht, Spaziergang für mitten in der Nacht, wenn man mal auf Toilette muss. Aber ich finde es jetzt auf der anderen Seite auch nicht schlimm. Das ist ja auch noch, sieht sehr duster aus, aber alles relativ beleuchtet. Hier ist übrigens direkt der Hafen, die ganzen Segelboote. Und genau, da ist noch New World Supermarkt. Man hat also mit diesem Parkplatz einen echt super Parkplatz meines Erachtens nach. Oder fährt einer oder sucht nur einer einen Parkplatz. Genau, eine echt gute Location. Ja, zum heutigen Tag hatten wir kurz vielleicht zwischendurch noch mal berichtet. Wir haben heute ja nicht viel geplant gehabt. Aufgrund des Wetters und der Lage mit dem Parkplatz etc. Wir waren zum Beispiel nicht auf dem Berg dort, wo ich noch hin wollte eigentlich. Dort gibt es auch noch mal ein, zwei Herr der Ringe Filmlocations. Die haben wir allerdings auch beim letzten Mal schon besucht. Und so sind wir dann heute Morgen erstmal, als ein bisschen weniger Regen war. Ja, leicht windgeschützt, auch nicht. Sind wir erstmal direkt in die Stadt gegangen. Wir haben noch ein paar Sachen eingekauft. Wir haben aber auch uns noch mal Tickets geholt mit dem Cable Car.
zu fahren mit der Seilbahn hier in Wellington, die ist bekannt. Vom Aussichtspunkt. Sieht auch cool aus dort. Hinten. Alles ein bisschen heller. Und genau, war dann also quasi damit noch unterwegs und hatte das ein bisschen weniger geregnet. Dann waren wir in der Stadt, haben uns noch einen Kaffee geholt. Dann hat es wieder mehr angefangen zu regnen. Und dann haben wir hier am Hafen per Zufall, also auch eher Vivi als ich, hat das dann gesehen, da gab es einen Indoor-Spielplatz. Und der ist kostenfrei, der wird von der Stadt und von dem Museum quasi bereitgestellt oder gesponsert. Ist richtig cool, sind halt Mitarbeiter, die da halt grob aufpassen und aufräumen und ansonsten halt immer thematische Indoor-Spielplätze, wechselt glaube ich monatlich oder sowas. Und da ist jetzt gerade irgendwie Weltraum und da gibt es ganz viele Bücher und da ist halt was aufgebaut, und ganz viel Spaß, Spielspaß zu haben. So. Das heißt, auf jeden Fall eine coole Sache. Da waren wir dann bei dem größeren Regen halt drinnen. Da konnte sich der Große immer austoben. Die Nütte konnte da wieder krabbeln üben. Das macht die auch schon echt gut. Und dann sind wir nachher, als der Regen nachgelassen hatte, sind wir dann wieder raus. Sind wir noch am Hafen lang. Und sind dann erstmal wieder zum Campingwagen. Haben dort unseren Buggy verstaut. Und sind dann, hier ist übrigens die Toilette, da links in der Seite. Das ist jetzt nicht so die beste öffentliche Toilette, die es da gibt, aber immerhin ist es eine. Jetzt sind wir dann halt auf den Campingplatz gegangen und zum Campingwagen, haben halt die Sachen verstaut und sind dann ins Museum gegangen. Wir waren dann noch im Te-Papa-Museum, da, wie gesagt, Te-Papa. Der Eintritt ist kostenfrei, das ist halt richtig cool, ist ein riesengroßes Museum, richtig viel zu sehen. Der Große hat auch richtig viel Spaß. Vor allem bei der Tier- und Naturausstellung unten. Da gibt es noch was zur Maori-Kultur. Gibt es auch noch was zum Krieg. Die Ausstellung haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Zum Weltkrieg halt. Das muss ja nicht unbedingt sein. Wir kennen das auch noch aus den anderen Museen. Und da haben wir uns dazu entschieden, heute gibt es Pizza auswärts. Wir haben hier einen Italiener rausgesucht, der hier direkt um die Ecke ist. Muss ich noch mal raussuchen, wie der hieß. Auf jeden Fall super leckeres Essen. Pizza auch echt nicht überteuert, super nettes Personal und genau, also kann man nur empfehlen. Muss das dann nochmal im Blog raussuchen, wie das genau hieß. Und ich suche jetzt aber auch hier für euch nochmal kurz den Namen raus. Das kann ja nicht so lange dauern. Da haben wir ihn. Pizzeria Napoli an der Cambridge Terrace, Ecke Courtney Place. Lohnt sich auf jeden Fall, dort ein Besuch. Preise sind wie gesagt vernünftig für das, was man auch zu essen bekommt. Genau, ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu berichten. Ihr seht schon, die schwarze Front richtet sich da wieder auf. Es wird nachher noch Regen geben, auch in der Nacht wieder ein bisschen mehr Wind. Und morgen machen wir uns aber auf den Weg. Wir wollen ja noch ein bisschen, also hier in Wellington uns gar nicht groß aufhalten. Fahren dann halt weiter. Wir wollen ja noch eine oder ein, zwei Filmlocations uns morgen anschauen auf dem Weg zum nächsten Campingplatz. Nächsten Campingplatz, da konnte man nichts direkt buchen, da haben wir einfach quasi angeschrieben und da heißt es halt auch, das ist für uns so eine Nacht-Zwischenstopp, dass man dort jederzeit vorbeischauen kann, dass da eigentlich immer was frei ist, bevor es dann für uns weiter Richtung Norden geht. Die Route haben wir tatsächlich gestern Abend besprochen und geändert. Wir werden nicht nach Napier fahren, denn dort ist immer noch alles an den Autobahnen, an den Highways gesperrt und groß, die haben jetzt gerade erst wieder Strom und fließend Wasser. Dem geht es halt nach dem Tropensturm noch nicht so gut. Und auch wenn wir die Ecke eigentlich noch nicht vorher gesehen hatten, haben wir das jetzt gesagt, wir lassen das. Und dann, wir fahren tatsächlich nochmal nach Oakuni. Und von daher werden wir da halt die Strecke anpassen und euch nach und nach auf dem Laufenden halten. Ich werde jetzt nochmal auf Toilette gehen, danach wieder zurück zum Camper. Und dann ist für uns auch eigentlich Feierabend. Ich werde noch ein bisschen was am Notebook machen, mich über Handysim nochmal für die Arbeit anschalten. Vielleicht habe ich auch Glück, vielleicht erreiche ich sogar noch das Museum inzwischen mit dem WLAN. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach morgen wieder. Gute Nacht! Moin! Kurzer Zwischenstopp. Wir haben jetzt Wellington verlassen, sind quasi auf dem Weg zu unserem nächsten Zwischenstopp, Campingplatz. Wir haben dort noch zwei andere Zwischenstopps geplant. Der erste ist hier.
Eine Herr der Ringe Filmlocation, Rivendell. Nimm mal der Höhenvergleich, wie hoch groß Frodo, Gimli, Gandalf, Aragorn, Legolas und Sauron waren. Und dann gibt es hier halt quasi auch nochmal eine Übersicht zu diesem Waldstück hier. You are here. Das heißt, wir stehen jetzt quasi an diesem Wegesrand hier. Das ist der Rundgang, der ist ziemlich schnell gegangen. Und hier haben sie zum Beispiel, nicht mehr sichtbar natürlich, Elronds Haus aufgebaut. Dann hier verschiedene Häuser. Und hier kann man halt entsprechend lang gehen und sich ein paar Sachen angucken. Ich nehme euch einfach mal kurz mit, in diesem kurzen Vlog-Ausschnitt. Ist natürlich jetzt auch nicht so das beste Wetter, aber ich habe mir gedacht, na, wir fahren ja eh dran vorbei. Dann würde ich gerne zumindest da einmal anhalten, das mache ich jetzt auch kurz. Oder haben wir kurz gemacht. Hier wurden entsprechend halt auch Gebäude aufgebaut. Und zum Beispiel zwischen diesem großen Baum und einem der anderen dort wurde ein Schlafzimmer, könnte man sagen, aufgebaut, wo Frodo aufgewacht ist, nachdem er von der Morgul-Klinge vergiftet wurde. Hier sieht man das auch nochmal, wo dann rausguckt aus dem Balkon. Das steht hier, ja, genau. Hat natürlich vieles nachträglich digital kreiert. Aber das Gebäude hier vorne dran wurde zwischen den Bäumen 111, 112 gebaut. Also wir stehen hier und 111, 112 sind da. Da ist das Gebäude. Das heißt, da drinnen war das entsprechend aufgebaut. Ja, und all diese Szenen hier von Bruchtal, heißt es ja in Deutsch, Rivendell, wurden hier gedreht. Dann können wir gerade mal gucken. Genau. Dann gibt es hier noch als die Gefährten quasi Bruchtal verlassen haben, sind sie halt durch einen Torbogen durchgegangen und der steht immer noch hier. Kein echter Stein, aber schon cool, dass hier sowas noch steht. Und letztendlich ist das hier auch schon alles, was davon noch groß sichtbar war. Der Rest war, wie gesagt, ja einfach nur Aufbau und entsprechend dann natürlich auch nachträglich nach den Filmszenen wieder abgebaut worden. Aber wie ich finde, auf jeden Fall eine coole Geschichte, wenn man sich solche Sachen hier nachträglich nochmal angucken kann. Vor allem, wenn man entsprechend der Herr der Ringe-Fan ist. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Camper. Hier ist direkt nebenan ein Parkplatz, war also keine große Sache. Wir sind 5 Minuten von der Hauptstraße vom Highway hier reingefahren. Und dann kann man hier ja kurz mal anhalten auf dem Parkplatz und sich das Ganze einmal angucken. Gibt mir hier schon Wegweiser. Und jetzt gehe ich wieder entsprechend zurück.
Moin. So, wir sind jetzt den ersten Weg lang gegangen. Zum Dimhold Road. Also das ist unser zweiter Zwischenstopp nach Rivendell. Dimhold Road ist auch Herr der Ringe Film Location. Und zwar der Weg der Toten quasi. Aragorn, Gimli und Legolas beschreiten. Aus dem sich die Armee von Rohan da ja versammelt hat. Ihr habt gerade eben vielleicht schon kurz gesehen die Felsformation im Hintergrund, die dafür bekannt ist. Der Weg ist übrigens sehr... Moin! So, zweiter Zwischenstopp, wo fange ich an? GoPro hat den Geist aufgegeben, Aufnahme mit dem iPhone. Genau, wir sind 45 Minuten vom Parkplatz hier hoch. Zweiter Stopp ist ja auch eine Herr der Ringe Filmlocation, und zwar der Pfad der Toten. Erkennt man vielleicht auch an den Felsformationen. Nach den 45 Minuten hoch zum Lookout, sehr matschig, mit beiden Kindern. Der Große hat das super gemacht. Falls du das also hier irgendwann mal später siehst, mein Großer, Respekt an deinen Abenteuergeist. Das hast du echt klasse gemacht. Es geht noch ein Stück weiter, das werde ich jetzt aber nicht gehen, weil die Kinder und Bibi, die warten weiter unten. Das war jetzt hier nochmal 10 Minuten bergauf durch das Flussbett. Ich will die jetzt nicht allzu lange warten lassen, wer weiß, wie das auch unten ist mit dem Wasser. Wir gehen jetzt das Flussbett quasi zurück, auch 45 Minuten bis zum Carpark. Von daher mache ich mich mal auf den Weg, vielleicht lasse ich auch noch mal kurz die Drohne starten, wobei ich das ja auch schon von oben gemacht habe. Okay, wir sehen uns.